Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozzy hier. Und wieder zu Breaking News, nenne ich es mal. Und zwar, falls ihr das ein Bild gesehen habt, nämlich dieses Bild hier, was ich hier gepostet habe. Man, es wird vermutet, dass es eventuell das Artwork vom Super Saiyan Goku sein könnte, der zum Duodokan-Fest kommt, zum 42 Millionen Download-Banner. Aber um ehrlich zu sein, muss ich hier, beziehungsweise sage ich euch mal, um es euch klarzustellen, woher das Ganze stammt und was ich davon halte. Um es aber klar zu sein, es sind immer noch im Endeffekt Leaks und Rumors, also Gerüchte. Also bitte mit Vorsicht betrachten das Ganze. Und eigentlich bin ich, um ehrlich zu sein, nicht der Typ, der zu jedem einzelnen, also zu jedem einzelnen Leak oder zu jedem einzelnen Gerücht ein Video raushaut. Aber ihr merkt es schon, also es ist mir schon wichtig, das Thema, weil ich mache es halt. Deswegen, ich habe mich dann immer im Endeffekt dazu deswegen entschieden, deswegen kamen auch gestern zum Beispiel so viele Videos, weil, um euch eben klarzustellen, woher die ganzen Gerüchte kommen und um euch wirklich zu sagen und euch an Herz zu legen, dass es im Endeffekt noch Leaks sind, dass es Gerüchte sind und nicht zu 100% bestätigt ist, Freunde. Denn aus den jüngsten Tagen mit Broly wurden wir direkt sofort auch ein bisschen enttäuscht, würde ich mal sagen. Da hat er direkt vermutet, da kamen Gerüchte, dass es ein Free-to-Play-Broly sein könnte, weil da auch Leaks kamen, aber ich... Im Endeffekt eigentlich war es immer nur bekannt oder diese Bilder, die rauskamen, waren eigentlich nur die Artworks von dem Gegner des Extreme Z Battles. Da war nie die Rede von einem, den wir bekommen werden, Free-to-Play oder sowas. Kam im Endeffekt nicht dazu, deswegen um sowas wieder zu verhindern, beziehungsweise den ganzen Hype ein bisschen zu dämpfen, den Ball flach zu halten, habe ich mich dann dennoch entschieden, eben quasi diese Breaking News immer und immer mal wieder rauszuhauen, falls welche kommen, Freunde. Okay, ja, wie gesagt, wir haben ja ein Artwork. Wir haben ja ein Artwork vom potenziellen Super Saiyan Goku, der zu uns kommt. Nämlich, das Ganze wurde geleakt von einem Leaker, Shoutout an Team Dokkaner. Nämlich, warum? Der änderte sein Twitter-Banner auf dieses Bild und deswegen wird von der Community vermutet, dass das eventuell das Artwork sein könnte von dem Goku, den wir bekommen. Ja, ich habe auch geschrieben, ich kann nicht viel dazu sagen, aber realistisch sieht es zumindest aus für mich. Also, wie das Ganze ist, so Dokkan-Style eigentlich im Endeffekt. Aber im Endeffekt sind es Rumors, Gerüchte, also bitte mit Vorsicht betrachten. Wir schauen uns das Beste mal ganz kurz auf sein Profil an. Nämlich, so sieht sein Profil aus, @TeamDokkaner. Wie gesagt, er war auch gestern mit dabei in dem Livestream. Und da haben er zusammen mit Kowai iSeries die ganzen Leaks rausgehauen. Also, sind schon vertrauenswürdige Quellen. Deswegen will ich das abdecken. Und der hat heute quasi so ganz sneaky geschrieben: Bonjour Twitter, also hallo Twitter, Nouvelle Banner, neues Banner, Hashtag Dokkan Battle, ja. Und wenn man das Banner sich anschaut, dann denkt man sich: Was? Warte mal, weil das ist halt eben einer der Leaker. iSeries und Kowai haben zwar gesagt, die werden es nicht mehr dazu melden oder irgendwelche neuen News raushauen. Dennoch hat ihr geschrieben, ey, das sieht so brutal geil aus so im Endeffekt, ja. Der Style ist wirklich stilvoll und sieht geil aus. Ja, die arbeiten schon ein bisschen sneaky zusammen, so habe ich es im Gefühl. Und zwar sieht das Bild oder das Artwork potenziell, Freunde, es ist nicht bestätigt, wie gesagt, ist ein Gerücht, ist ein Leak. Könnte eventuell so aussehen. Warum halte ich es dennoch für realistisch, weil... Also wenn ich mir das Artwork ansehe, dann, das hat für mich so einen Dokkan-Style. Das hat für mich wirklich so einen Dokkan-Style. Das könnte echt eine Dokkan-Karte sein. Und wir wissen, jede Runde in den Bereich kommt, wird transformiert er sich von Super Saiyan Goku zu Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 und unten geht auch quasi die Erde so kaputt, Super Saiyan Gold und dann Super Saiyan Blue, totale Eskalation. Und das könnte schon passen, das könnte schon passen. Es ist dann im Endeffekt quasi eigentlich so von der Location her nicht der Namek Goku, deswegen vielleicht muss es gar nicht sein mit der Planet Namek Saga, dass das die vierte Kategorie bei ihm wird. Aber wenn wir im Endeffekt dann Freezer als Gegenteil betrachten, der müsste quasi auch auf so einer Location mehr oder weniger sein. Fängt von unserer ersten Form an bis zu Golden Freezer. Das sieht für mich eher aus wie bei dem Resurrection F Film, die Location. Kann mich auch irren, vielleicht ist irgendeine Location. Im Endeffekt, Freunde, könnte das eventuell vielleicht das Artwork sein von dem kommenden Goku. Ist wirklich vage, ist ein vage Leaks, vage Gerüchte, was soll man dazu sagen, aber ich würde es quasi euch nicht vorenthalten und mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr mitnimmt, dass es quasi noch Leaks sind, Rumors, Gerüchte, aber wow, wenn das das Artwork wird, für mich sieht es schon realistisch aus, aber für eine Tier-Karte hat es für mich viel zu viel von einem LR, Artwork, versteht ihr, was ich meine? Also es ist ein Ticken zu viel, finde ich. Aber könnte ich mir dann trotzdem dennoch vorstellen, weil Ultra Instinct Goku sein Artwork, die Transformations-Artwork oder an sich die Terror-Karte, hat auch ein bisschen was von einem LR, von einem LR-Stil. Deswegen könnte ich mir eigentlich vorstellen, weil Goku und Freezer, ja, die All-Times-Rivalen, All-Times-Hero und Villain, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sowas aufpushen und dann so einen geilen, schmackhaften Artwork denen liefern. Was halten die davon, Freunde? Haltet ihr das also für realistisch wie ich? Oder sagt ihr, nee, das sind einfach nur Leaks, muss nicht sein, wird vielleicht anders? Oder denkt ihr,
Nee, nee, doch, sieht gut aus oder entspricht das quasi eurem Bild, wie ihr es vorgestellt habt? Also ich hatte es nicht so im Kopf. Falls es so sein wird, wird es richtig geil. Bis dann, Freunde, wie gesagt, betrachtet das Ganze mit Vorsicht. Wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.